بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zu Beginn bedanken wir Allah subhanahu wa ta'ala danken wir Allah subhanahu wa ta'ala für diese gewaltige Gabe, dass er uns hier an diesem Ort versammelt hat und uns erlaubt hat, zusammenzukommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Gabe segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dieser Gabe mehr geben, sodass wir immer mehr lernen und immer mehr zusammenkommen. Walillahil hamd. Dann bedanke ich mich natürlich bei der Organisation, bei dem Vorstand und allen, die hier mitgeholfen haben und mithelfen werden. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Geschwistern, die gekommen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. Das ist das A und O. Das ist das Allerwichtigste, dass wir hier mit Aufrichtigkeit gekommen sind. Und mit Aufrichtigkeit bedeutet, dass wir uns ändern wollen. Es sollte so sein, dass jeder von uns hergekommen ist, weil er unbedingt endlich aufhören möchte mit der Sünde. Er sündigt die ganze Zeit eine bestimmte Sünde, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Mensch die ein oder andere Sünde immer begeht. Und so möchten wir, dass Allah azza wa jalla uns endlich recht leitet. Uns hilft, dass wir diese Sünden unterlassen. Das ist unser Ziel. Und deswegen, und das ist ja die Idee hinter dem Iman-Training, dass wir hier nicht nur wie im klassischen Seminar lernen, Informationen aufnehmen, das war's, sondern wir wollen den Islam leben. Darum geht's hier. Wir wollen hier den Islam leben. Und zwar so, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten getan haben. Das heißt, wir wollen hier uns vorbereiten, ein Islam zu leben, so wie es eben unsere Vorbilder getan haben. Und Schwerpunkt dieses Mal ist die Vorbereitung auf Ramadan. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen. Allahumma ballighna Ramadan. Der Vortrag lautet, liebe Geschwister, die Stufen der Fastenden. Maratibu as-Sa'imin. Der Titel erklärt, dass wir hier nicht von einer Art des Fastens reden können. Und das ist im Islam allgemein. Es gibt verschiedene Menschen, verschiedene Sorten von Menschen im Gebet, im Gedenken Allahs, im Fasten, im Pilgern, im Rezitieren des Korans, in allen Sachen. Es gibt diejenigen, die es als Last empfinden und einfach den Job erledigen wollen. Ich muss halt fasten. Ich muss halt beten, dann mach's halt. Diese Menschen können natürlich das nie genießen, ist ja klar. Wenn du deinen Job erledigst, deine Arbeit, obwohl du diese Arbeit gar nicht machen willst. Du würdest gerne was anderes arbeiten. Du würdest gerne Lehrer sein. Jetzt bist du aber, was bist du? Arzt zum Beispiel. Ja? Dann wirst du diese Arbeit nicht genießen. Warum? Weil du machst sie nicht,
mit vollem Herzen, sondern du machst sie es aus Zwang. Aber wenn du jetzt Lehrer werden würdest, dann würdest du die Arbeit ganz anders verrichten. Für den einen ist Lehrer sein eine Last. Für dich aber, weil du es magst, ist es überhaupt die Gunst des Lebens, dass du eben unterrichten darfst. Und das zeigt sich und spiegelt sich wieder in der Art und Weise, wie du deine Arbeit verrichtest. Maratibus Sa'imin bedeutet was? Stufen der Fastenden. Und die Gelehrten, es sind mehrere Gelehrte, unter anderem Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, in seinem Werk Ihya wa Ulum al-Din. Und hier müssen wir eine klitzekleine Fußnote machen. Warum? Weil, liebe Geschwister, wir sind ja, möge Allah Azza wa Jal uns den reinen Glauben geben und unsere Herzen damit füllen, wir gehören ja zu Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Und das bedeutet, wir achten sehr auf die Glaubenslehre, wir achten sehr auf die Authentizität der Aussagen, wir halten nichts von unauthentischen Aussagen, wir halten nichts von Erneuerungen, was Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Wir wollen eine Kopie des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein. Wir wissen, dass wir nie hundertprozentig eine Kopie sein können. Aber wir versuchen es so gut es geht. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir immer wieder, wenn wir von Quellen reden, in der Literatur, in der islamwissenschaftlichen Literatur, natürlich immer darauf achten, dass wir nur die Quellen nehmen, in denen die Wahrheit steht. Ist das richtig oder ist das falsch? Richtig. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wer außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, warum gibt es ja einige, die nicht sallallahu alaihi wasallam sagen? Hat jeder sallallahu alaihi wasallam gesagt? Das ist das Punkt 1. Iman-Training, also da brauchst du gar nicht mitzumachen, wenn du nicht in der Lage bist, deine Zungenmuskulatur zu trainieren, dass du As-Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mit vollem Elan, mit Liebe aussprichst. Weil wenn du sallallahu alaihi wasallam sagst, dann musst du, achi barakallahu fik, an etwas denken. Also du musst an etwas seiner Sira denken. Das nicht einfach so sagen, sallallahu alaihi wasallam. Nee. Und denkst an, ich würde gerne ein Glas Wasser haben. Oder sowas ähnliches. Nein. Sondern dann, wenn du sallallahu alaihi wasallam sagen möchtest, dann erinnere dich zum Beispiel in Ghazwat Uhud, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschützt wird von den Sahaba. Und diese Sahaba bekommen die Pfeile in ihren Rücken und ihre Brust, nur dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht verletzt wird. Und dann wird er doch verletzt und sein Zahn bricht sallallahu alaihi wasallam. So sagst du sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du musst an ihn denken. Wer ist es, für den ich diesen Segenswunsch ausspreche? Aber einfach so sallallahu alaihi wasallam. Das ist dann empfindest du keinen Geschmack. Aber wenn du jedes Mal, wenn du es sagst, erinnere dich an eine Sache. Zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyama sagt, oh Allah, meine Ummah, meine Ummah. Oder dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, alle Propheten hatten ein Bittgebet, einen Wunsch. Und sie hatten gesagt im Diesseits, und ich habe mein Bittgebet gelassen, yawm al-qiyama, sodass es für meine Ummah ist. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Das ist doch ein ganz anderer Geschmack, oder nicht? Und deswegen, wenn du diese Segenswünsche aussprechen möchtest, durch dein Herz, nicht nur durch deine Zunge, dann musst du an ihn denken. An wen? An unseren geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dass man dieses genießt. Also, ich sagte, wer ist unfehlbar, arabisch ma'sum, also macht keine Fehler, religiösen Fehler, berichtet falsch über Allah nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sahaba? Machen die keine Fehler? Machen sie Fehler? Sonst noch jemand? Niemanden außer
Ar-Rasul alayhi salatu wassalam und die Gesandten. Das heißt, sie machen keine Fehler in welchem Bereich? In der Übermittlung dessen, was Allah auferlegt hat. In der Übermittlung der Botschaft Allahs. Was heißt das? Das bedeutet auf der anderen Seite, dass jeder Mensch, ohne Ausnahme, der über die Religion reden wird, sicherlich irgendwann mal einen Fehler machen wird. Oder nicht? Das heißt, derjenige, der jetzt Gelehrte sucht, die Ma'sumin sind, also die unfehlbar sind, der kann lange suchen. Warum? Weil es sie nicht gibt. Sehr schön. Warum sage ich das? Denn wir dürfen zwei Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht naiv sein und denken, die Gelehrten machen nie Fehler, alles ist richtig, was sie sagen. Und wir dürfen aber auch nicht übertreiben und denken, wir können sowieso keinem mehr vertrauen. Sondern, was haben wir für einen Maßstab? Wir sagen, wie Al-Imam Malik rahimahullah gesagt hat und andere, er sagte, kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadha al-qabr wa ashara ila qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Von jedem wird genommen und von jedem wird gelassen, außer demjenigen, der in diesem Grabe ist. Und er zeigte auf wessen Grab? Auf das Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil Imam Malik war wo? In Al-Madina. Das bedeutet, das ist die Aqidah von Ahl Sunnah wal Jamaah. Es gibt keinen Ma'sum nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen brauchen wir einen Maßstab. Der Maßstab ist was? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala as-salafus salih. Entschuldigung. Qala as-salafus salih. Warum? Ah ja, weil nicht jeder, der sagt, qala Allah, Allah sagt, oder qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, versteht das auch richtig. Es gibt ja welche, die nehmen ein Hadith oder eine Ayah und verstehen das falsch. Klassisches Beispiel, im Koran sagt Allah in der ungefähren Bedeutung und diene Allah, bis die Gewissheit kommt oder bis du zur Gewissheit gelangst. Hatta ya'tiyaka al-yaqin. Da gibt es einige, die sagen, qala Allahu ta'ala, der bringt dir jetzt eine Ayah. Und diese Ayah belegt, sagt dieser Mensch nun, dass wir Allah nur so lange dienen müssen, bis wir diese Stufe erreichen. Danach brauchst du nichts mehr zu machen. Brauchst du beten, nicht fasten, gar nichts. Weil du hast die Stufe erreicht. Der hat ja einen Beleg gegeben. Reicht das einfach nur, einen Beleg zu geben? Nee, reicht nicht. Und deswegen müssen wir was eine sehr wichtige Frage stellen. Von wem? Barakallahu fik. Wer von den Gefährten sagt das, was du sagst? Das ist unser Maßstab. Wer von den Gefährten sagt das, was du sagst? Bring mir auch nur einen. Selbst wenn es nur einer ist, immerhin. Wir setzen nicht voraus, dass es immer einen Konsens geben muss. Hauptsache mindestens einer. Aber wir werden lange suchen und keinen finden, der das gesagt hat. Bis du stirbst. Die Gewissheit ist hier der Tod. Warum sage ich das? Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, ein schafi'itischer Gelehrter, ein Großgelehrter, insbesondere in Sachen Usulul Fiqh und Fiqh und Co. Er hat aber eine Schwäche in der Hadith-Wissenschaft gehabt und das ist kein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis. Und nicht ich, Winzling, rede über so einen Menschen, sondern die Ulama natürlich. Zum Beispiel Al-Hafidh al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, ein Riesengelehrter in der Hadith-Wissenschaft. Ein Berg in der Hadith-Wissenschaft, hat das Werk von Ihya ulum-ud-Din genommen und hat die Ahadith herausgesucht oder untersucht und hat natürlich gefunden, dass sehr viele unauthentische Ahadith da vorhanden sind und hat das nämlich geschrieben. Dieses Werk, Ihya ulum-ud-Din, hat Al-Imam Ibn al-Jawzi zusammengefasst. Nicht Ibn al-Qayyim, al-Jawzi, das ist ein anderer. Ibn al-Qayyim ist jemand, Ibn al-Jawzi ist jemand anderes. Ibn al-Jawzi
der natürlich auch sehr wichtige Werke hat, unter anderem die Zusammenfassung von Ihya Ulumuddin. Und dann kam ein Ibn Qudama, der dieses dann noch einmal zusammengefasst hat und geordnet hat. Ja? Und dieses letzte ist ein sehr verbreitetes Werk, und zwar Minhaju al-Qasidin. Dieses Werk Minhaju al-Qasidin. In allen drei Werken wurde die Aussage von Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah erwähnt, also bestätigt, dass es bei den Fastenden drei Stufen gibt. Saumul Ammah, das Fasten der Allgemeinheit. Saumul Khassah, das Fasten der Besonderen. Wa Saumu Khassatil Khassah, das Fasten der Besonderen der Besonderen. Also wir haben drei Stufen des Fastens. Das Fasten der Allgemeinheit ist was? Saumu Khassatil Khassah. Also die Besonderen der Besonderen. Saumul Ammah, was ist das? Ja, es geht ja um Ramadan oder anderes, aber wie? Das ist eine, die Unterteilung dieser Arten. Hier geht es um, wie wird gefastet. Ja? Barakallahu fik, das ist nur die Hälfte. Barakallahu fik. Das heißt, das Fasten wird wie definiert, inshallah, bi'nillah, morgen bei Fadilat Sheikh Nail, bekommt ihr dann das natürlich detaillierter. Wie definieren wir Fasten? As-Siyamu. Sprachlich ist es was? Bitte? Bitte? Enthaltsamkeit oder Unterlassung. Einfach nur spontan Unterlassung. Al-Imsaku. In der Fachdisziplin im Fiqh ist Fasten was? Ja? Ein Gottesdienst, was von ab Fajr bis zum Maghrib-Gebet, also man unterlässt das Essen, Trinken. Barakallahu fik. Also die Unterlassung des Essens und Trinkens und des Geschlechtsverkehrs, beginnend mit dem wahren Morgendämmerung, denn es gibt ja die wahre und die falsche. Was kommt zuerst? Zuerst die falsche, dann die wahre. Wie erkenne ich die falsche? Das stimmt. Das stimmt. Die falsche kommt, beginnt wann? Ungefähr Pi mal Daumen. Bitte? Die falsche Morgendämmerung beginnt vor der wahren Dämmerung. Die Zeitspanne wie lang? Halb Stunde, 20 Minuten. Aber wie erkenne ich die? Ja? Wie ist der Licht? Und was ist jetzt was? Horizontal ist das Falsche. Ja, Sadr. Genau, du siehst, wenn du rausgehst, siehst du einen Lichtstrahl, der vertikal ist. Vertikal. Ein Balken siehst du. Du siehst, hier wird ein bisschen Licht und dann drüber ist Licht, drüber ist Licht, drüber ist Licht, drüber ist Licht und unten drunter kommt eine Dunkelheit. Bis diese Dunkelheit vollkommen wieder ist. Und dann, wenn diese Dunkelheit vollkommen ist, dann kommt ein Licht, aber nun horizontal, ja, breit und so weiter bis dann. Und diese Helligkeit wird immer heller, bis die Sonne aufgeht. Also nach Al-Fajr Al-Kadib, die falsche Morgendämmerung, wird es wieder dunkel. Aber nach Fajr Sadr nicht. Auf jeden Fall, von der Morgendämmerung, also der wahrhaftigen Morgendämmerung, bis zum Sonnenuntergang, mit einer wichtigen Voraussetzung, was? Ja? Mit der Absicht, sich Allah zu nähern. Das ist die Definition des Fastens. Das ist das Fasten der Allgemeinheit. Sie essen nicht, trinken nicht und haben keinen Geschlechtsverkehr. Das ist das Fasten Millionen von Muslimen. Da ein Schluck Wasser, nein, ich faste. Hast du heute gebetet? Spät eigentlich nicht. Die muslimische Frau, bitteschön, isst. Nein, ich faste. Aber sie hat keinen Hijab an.
Das ist das Fasten der Allgemeinheit. Das bedeutet, was macht man hier? Man isst nicht, man trinkt nicht und man begeht kein Jima', also kein Geschlechtsverkehr. Das ist natürlich das Minimum. Ist ja klar. Das ist das Minimum. Wenn du das getan hast, dann hast du deinen Job erledigt. Dann wirst du Yawm al-Qiyamah nicht gefragt, warum hast du nicht gefasst? Oder hast du ja gefasst? Und das ist das, was Allah Azza wa Jal uns auferlegt hat. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Gläubigen, euch wurde das Fasten auferlegt, so wie es den vorangegangenen Völkern auferlegt wurde, so dass ihr gottesfürchtig werdet. Das Wort la'allakum heißt im Arabisch, so dass ihr vielleicht. La'alla heißt vielleicht. La'alla deutet auf Ungewissheit. Kann sein, kann nicht. Im Koran, das ist eine Regel. Wenn im Koran dieses Wort La'alla steht, dann ist was damit gemeint? Die Gewissheit. Das bedeutet, wenn da steht La'alla kum tattaqun, das bedeutet, wenn ihr fastet, werdet ihr gottesfürchtig. Aber welche Art des Fastens? Und deswegen, barakallahu fikum, viele fragen sich ja, ich lese Koran, ich sündige aber immer noch. Ich bete, ich sündige aber immer noch. Ich faste montags und donnerstags und die drei Tage und so weiter und so fort, sündige aber immer noch. Ja, der Grund, einmal darfst du raten, dass du nicht richtig betest, nicht richtig Koran liest, nicht richtig fastest, sondern du tust einfach nur deinen Job. Aber wenn du mehr erlangen möchtest, dann musst du auch ein besseres Fasten an den Tag legen. Das ist also Saumu al-Am, Saum, also das Fasten der Allgemeinheit, wie wir es alle tun und wie es eigentlich die Mehrheit der Muslime macht. Also beim Gebet hapert es, aber beim Fasten anscheinend haben alle bemerkt, dass es ein Gebot ist. Das Fasten der Besonderen. Al-Khassa bedeutet etwas Spezielles. Das sind die speziellen Leute, besonderen Leute. Das sind eine besondere Gruppe von Menschen. Was ist der nächste Schritt jetzt? Was denkt ihr? Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Ja? Sunnan vermehren. Genau, ja? Das heißt was? Genau, ja? Natürlich, das ist eine Auswirkung dessen, ja? Barakallahu, genau. Das Fasten der Besonderen ist das Fasten, wie der Buddha sagte, der anderen Gliedmaßen. Das Auge fastet, die Zunge fastet, die Ohren fasten, die Hände fasten, die Füße fasten und so weiter und so fort. Das heißt, man fastet und senkt die Blicke. Man fastet und lästert nicht. Man fastet und lügt nicht. Man fastet und prahlt nicht. Man fastet und man denkt gut über die Menschen und so weiter und so fort. Das heißt, man unterlässt die Sünden. Abgesehen vom Unterlassen des Essens und des Trinkens und des Beischlafs, unterlässt dieser Fastende nun auch alle anderen Sünden. Und wir werden gleich sehen, warum. Und die dritte Stufe ist nun was? Das Fasten der Besonderen der Besonderen. Khassatul Khassa. Also das ist der Kern dieser Gläubigen. Was machen jetzt die? Was kannst du jetzt noch mehr machen? Ja? Alles und noch mehr Ibadah. Noch mehr Ibadah, gut. Ja? Mit dem Herzen. Was heißt das? Was meinst du damit? Dass man richtig gescheit, ja, richtig gescheit fastet. Nicht mal fastet einfach, draußen übersitzen und verschatten, aber das ist fast deine Zeit vorbei. Dass man Zeit mit Koran, also Verbindung mit. Gut, also mit guten Taten, okay? Ja? Sie dienen Allah subhanahu wa ta'ala so, als ob sie ihn sehen würden. Also sie dienen Allah, als ob sie ihn sehen würden. Eine Frage. Wenn wir hier von Fasten reden,
Wir haben gesagt, Fasten bedeutet etwas unterlassen. Wer unterlässt bei der ersten Stufe etwas? Was war die erste Stufe? Allgemein. Wer unterlässt hier etwas? Nee, ich meine jetzt nicht die Menschen, sondern bei dir. Was an dich unterlässt etwas? Der Magen und das Geschlechtsteil. Diese unterlassen etwas. Sehr schön. Bei den besonderen Fastenden, wer unterlässt hier etwas? Auge, Mund und so weiter. Die Glieder. Bei den Besonderen der Besonderen, wer unterlässt hier etwas? Das Herz. Aber was unterlässt jetzt das Herz? Das Unterlassen die Welt nicht richtig, die Gedanken. Okay, und warum? Alles, was Allah nicht will, okay, er kommt näher. Vielleicht hat Allah angenommen, sein Fasten dadurch. Ja gut, aber er macht ja was, dieser Fastende, er fastet ja. Fasten bedeutet, er unterlässt. Und jetzt haben wir gesagt, er unterlässt jetzt mit seinem Herzen noch. Was unterlässt er mit seinem Herzen? Falschen Taten. Gut, das ist ja bei dem anderen auch, ja? Schlechte Gedanken. Was unterlässt er also? Dieser Fastende denkt an nichts anderes als an Allah. Tauhid. Wer hat so gefastet von euch? Von uns. Möge Allah uns diese Stufe geben. Die Besonderen der Besonderen, wenn sie fasten, vergessen sie die Welt. Wenn sie fasten, bedeutet das, ihre Herzen sind gefüllt mit dem Gedenken an Allah Azza wa Jalla. Du kannst diese Menschen mit nichts locken, außer mit einer Sache, die ihn näher bringt zu Allah Azza wa Jalla. Das sind Menschen, die haben sie haben sich geschieden von der Dunya. Ali radiallahu anhu sagte in einem Gedicht: O Dunya, ich lass mich von dir scheiden dreifach. Das heißt was? Ya dunya ghurri ghayri, laqad talaqtuki thalatha la raj'ata fiha. Also, o Dunya, lock einen anderen. Verziere dich für einen anderen, denn ich habe dich dreifach. Das heißt, kannst vergessen. Weil nach der dritten Scheidung passiert was? Also da muss die Ehefrau einen anderen erst heiraten. Natürlich nicht mit der Absicht, wieder halal zu werden für den Ersten, sondern langfristig. Auf jeden Fall, das sind diese Menschen. Ad-Dunya, adieu. Es gibt keine Dunya mehr, es gibt nur noch was? Gibt die Sehnsucht nach dem Blick zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Frage, liebe Geschwister, ist nun, wie kommen wir überhaupt dazu? Können wir überhaupt dorthin kommen? Die Antwort lautet, ja. Natürlich können wir dazu. Aber da müssen wir uns die Frage stellen, wie? Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns erklärt, wie. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Hier jetzt, wenn ich sage, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns erklärt, wie. Wie musst du dieses Salat ala nabi sallallahu alaihi wa sallam kosten und schmecken und genießen? Ja, wer bin ich, dass der Prophet, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, mir erklärt, wie ich zu Allah gekomme? Wer bin ich denn? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Er sagte alayhi salatu wa sallam, man saama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Und er sagte alayhi salatu wa sallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Das heißt, wer Ramadan fastet, aufrichtig und in Erwartung auf die Belohnung, dem werden all seine Sünden vergeben. Allahu Akbar. Nur zwei Sachen. Dann sind alle Sünden weg. Und wer Ramadan
betet, also im Stehen betet, Qama von Qiyam, also dass er lange betet, aufrichtig, mit Glauben und in Erwartung auf die Belohnung, dem werden all seine Sünden vergeben. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Diese zwei Eigenschaften. Imanen wahtisaben. Imanen wahtisaben erklärt dir den Ausgangspunkt deines Fastens und das Ziel deines Fastens. Also der Weg des Fastenden. Jeder Weg hat was? Ein Anfang und ein Ziel, oder nicht? Und so ist das Fasten. Du hast einen Anfang, einen Beginn. Na. Was war jetzt eigentlich genau jetzt von den... Die drei Stufen des Fastenden. Der Beginn des Fastenden ist was? Nein, nein, ich meine, wir reden jetzt hier vom Weg des Fastenden. Wir reden jetzt nicht vom Tage, wie sein Beginn ist. Die Niyya, jazakallahu khayran. Die Niyya. Deswegen sagt der Rasulallahu alayhi wa sallam, sallu ala nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Wer Ramadan aus Glauben heraus fastet. Das ist der Anfang. Das ist die Absicht. Denn es gibt viele Absichten beim Fasten. Viele Absichten. Falsche natürlich. Es gibt Menschen, die fasten, weil es eine Folklore ist. Kulturell bedingt, man fastet. Und deswegen sehen wir viele Menschen, die mit dem Islam überhaupt nichts mehr zu tun haben. Aber sie fasten. Es gibt viele Alkoholiker, Muslime, die hören auf mit dem 29. Scha'ban und am 30. Ramadan nach Maghrib geht es wieder weiter. Aber im Ramadan, a'udhu billah, im Ramadan nicht. Aber nach Ramadan geht es weiter. Und deswegen geben die sich also wirklich das Allerletzte vor Ramadan, ja, richtig reinhauen. Weil danach musst du ja einen Mond. Andere sogar gehen noch 15 Tage vorher. Sie sagen, ab Mitte von Scha'ban. Das ist ein anderer Fiqh, ne? Ab Mitte von Scha'ban hören trinken, weil die sagen, wir müssen ja irgendwie dann wieder mal trocken werden, so in zwei Wochen. Das, ja? Sodass die Ramadan einigermaßen noch bei Sinnen sind und dann fasten. Wenn der Mufti sagt, morgen ist Eid, Jungs, und dann geht's in die Kneipe. Möge Allah uns davor bewahren. Fasten diese Menschen aus Glauben heraus? An wen glauben die denn? Ja, wenn diese Menschen aus Glauben heraus fasten, warum trinken die dann weiter Alkohol? Andere fasten, weil es eben, ja, also da hat jetzt sich keine Gedanken drüber gemacht. Er hat gesehen, seine Eltern fasten, seine Freunde fasten, seine Nachbarn fasten. Also faste ich mit. Adat, genau. Ein Brauch ist das. Andere fasten, weil sie endlich abnehmen wollen. Ja? Was ja nicht haram ist, sogar gut ist. Aber ist das das Hauptziel des Fastenden? Mal abgesehen davon, dass heutzutage fast keiner mehr im Ramadan abnimmt, sondern eher zunimmt. Ja? Weil von Maghrib bis Subh, Habibi, da geht es aber rund, oder nicht? Ja. Abgesehen davon, warum fasten wir? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Warum fastest du? Ja? Um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Das heißt, ja? Fastest du nicht? Na. Dass wir gottesfürchtig werden, das ist ja auch in diesem Bereich, ja? Weiter? Das ist wirklich jetzt die Faust aufs Auge. Weil Allah es auferlegt hat. Das bedeutet Imanen. Imanen aus Glauben. Glauben an was? An was muss ich glauben, wenn ich faste? An Allah, der was? Allah, der Souverän. Allah, der Gebieter. Allah, der Allweise. Allah, der Gerechte. Allah, Azza wa Jal,
der weiß, wie ich zu leben habe, so muss ich fasten. Denn wenn ich so faste, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Gebieter ist und der mir sagt, was gut und was falsch ist, dann werde ich mich natürlich an alles andere auch halten. Und deswegen, barakallahu fikum, machen wir was im Fasten? Wir unterlassen eigentlich erlaubte Sachen. Oder nicht? Das Essen ist erlaubt, das Trinken ist erlaubt und der Beischlaf mit der Ehefrau ist erlaubt. Diese Sachen unterlassen wir und keiner von uns wagt es, auch nur einen Schluck Wasser zu trinken, eine Millisekunde vor Maghrib. Warum? Weil er ganz genau weiß, mein Fasten wäre dann ungültig und ich hätte gesündigt. Das heißt, liebe Geschwister, das Fasten ist ein Training, um sich zu unterwerfen. Und hieraus lernen wir, für außerhalb von Ramadan, möchte ich gottesfürchtig werden, das ist eine goldene Regel, möchte ich gottesfürchtig werden, muss ich Erlaubtes unterlassen, um Unerlaubtes zu unterlassen. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammad. Soll ich es wiederholen? Ich müsste bezahlen. Und unsere Währung ist As-Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dann bezahlt man. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammad. Diesen Spruch habe ich ja natürlich von einem Scheich. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, jemand kommt und sagt, haha, guck mal, der hier sagt hier Sachen und hat sowas erfunden. Nein, nein, nein. Hafiz Allah, Scheich, möge Allah azza wa jal ihm beistehen. Auf jeden Fall, wenn wir fasten oder wenn wir gottesfürchtig werden wollen, sein wollen, dann müssen wir Erlaubtes vermeiden, um Unerlaubtes zu vermeiden. Das heißt, deine Nefs, deine Seele funktioniert so. Du kannst nicht sofort deiner Seele sagen, mach die Sünde nicht. Bei einem oder dem anderen geht das. Der hat so viel Iman und Kraft. Und das geschieht wann? Beginn der Rückkehr zu Allah Azza wa Jalla, der Taube, das Iltizam oder der Istiqame, der Geradlinigkeit oder der Disziplin. Jeder von uns, der mal so einen Push hatte, Iman, Allahu Akbar, die Sünden mache ich nie wieder. Und dann ging das so 3 Tage, 10 Tage, 20 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. Und dann, weil wir unseren Iman nicht pflegen, geht das dann aber langsam aber sicher den Bach runter. Das heißt, es kann sein, dass du so wirst wie die Zauberer von Pharaon. Was ist das Besondere an ihnen? Die Zauberer von Pharaon. Bitte? Ja, und was ist so das Besondere an dieser Sache? Was haben die so besonders? Sie haben sofort geglaubt. Als sie die Eier gesehen haben, dass von Musa, wie sein Stock zur Schlange wurde und alles gefressen hat. Warum? Weil sie wussten ja ganz genau, ihre Stöcke und Schnüre und was sie haben, da gibt es ja keine Metamorphose bei denen. Ja? Also sie ändern sich ja nicht tatsächlich, das wissen die Zauberer, sondern nur die Blicke der Leute. Es sieht so aus, aber die Schnur ist immer noch die Schnur. Dieser Stock ist immer noch der Stock. Auf einmal legt Musa seinen Stock. Was passiert? Hey, das Ding wird tatsächlich zur Schlange. Dann haben die gewusst, das ist keine Zauberei. Die wissen ja, was Zauberei ist. Das ist keine Zauberei. Also haben sie gesagt, wir glauben an den Herrn von Musa a.s. Und was hat Pharaon gesagt? Ich bringe euch um. Was haben sie gesagt? Mach, was du willst. Allahu Akbar. Was ist das für ein Iman? Was ist das für ein Iman? Hey, das ist von 0 auf 1000 in wie vielen Millisekunden? Mach Stücke, wir werden nicht zurückkehren. Wer war auch so? Die Frau von Pharaon, genau. Aber ein anderes Volk,
Steht auch im Koran? Ashabul Ukhdud. Allah ibarik fik. Was war mit Ashabul Ukhdud? Ja, Achi, da macht dieser König, dieser Tyrann, einen Riesengraben. Sie haben natürlich gesehen, wie dieser Junge, ohne jetzt die Geschichte zu erzählen, aber der Junge, ein Junge, hat an Allah geglaubt und so weiter und so fort. Und er hat die Leute aufgerufen zum Islam. Das gefiel diesem Tyrann nicht und er wollte ihn jagen. Er hat mehreres versucht, um ihn umzubringen. Auf jeden Fall hat der Junge gesagt, hör mal zu, du bringst mich nicht um. Nur wenn du einen Pfeil von meinem Stamm nimmst und dann die Menschen an einem Ort bringst und dann ziehst und sagst im Namen Allahs, dem Herrn dieses Jungen und schießt, dann bringst du mich um. Blöd wie dieser König ist, macht er das auch noch und sammelt diese Leute an einem Ort und sagt im Namen Allahs, des Herrn dieses Jungen, schießt, zack, hat ihn getroffen. Die Leute haben ja gewusst, was passiert ist, ja, dass dieser König ihn immer umbringen wollte und er konnte nicht, ja, und der Junge kommt jedes Mal zurück und, bitteschön, ich bin immer noch am Leben. Was ist jetzt wichtig? Der Junge ist tot. Dieses Volk hat an Allah geglaubt. Was hat dieser König gemacht? Er hat gesagt, ach so ist das. Also hat er einen Graben gegraben, einen Riesengraben, Feuer dort entfacht und hat die Leute reingeschmissen. Und alle waren standhaft. Was ist das für ein Iman? Was ist das für ein Iman? Also diese zwei Geschichten, liebe Geschwister, wenn man das liest, da sagt man, Allahu Akbar. Du nimmst heute den Islam an, und selbst wenn du gefoltert wirst, du bleibst Muslim. Heutzutage die klitzekleinste Prüfung und man lässt den Islam, möge Allah uns davor bewahren. Klitzekleinste Prüfung, ja. Eine Shahwa, eine Begierde, ein Bedürfnis, das man vielleicht hat, ja. Musik, Frauen, Geld, Allahu alam, was diese Shahwa ansehen und so weiter. Und auf einmal kommt diese Shahwa und man kommt nicht mehr in die Moschee. Was ist los, Achi? Allah, ich muss arbeiten, Geld und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ja gut, arbeitest du 7 Tage, 24 Stunden am Tag? Nein, aber ich muss Samstag muss ich einkaufen, Sonntag muss ich ausruhen. Sollen wir dir einen 8-Wochentag bringen für Allah subhanahu wa ta'ala? Denn wann dienen wir Allah azza wa jal? Was ich damit sagen möchte, ist, Imanen, wenn wir hier über Imanen reden, wie Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte, dann ist Al-Iman shay'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Etwas, was im Herzen verankert ist und durch die Tat umgesetzt wird. Und er hat vorher gesagt, laysa al-Imanu bit-tamanni wa la bit-tahalli. Al-Iman ist nicht durch Wünsche und nicht dadurch, dass man so tut, als ob man gläubig wäre. At-Tahalli bedeutet was? Dass man so tut, als ob man gläubig wäre. Nee. Das bedeutet was? Es ist kein Lippenbekenntnis. Al-Iman ist kein Lippenbekenntnis. Ja, ich glaube an Allah. Ja, ich vertraue auf Allah. Und dann im Leben sehen wir nichts. Deswegen, warum fastest du? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen, Barakallahu. Und die müssen wir uns jetzt stellen. As-Salaf us-Salih sagten, Shahru Rajab, das ist der Monat vor Sha'ban, und Sha'ban ist vor Ramadan. Also Rajab, dann kommt Sha'ban, dann kommt Ramadan. Kennt ihr die Islam-Monate? Sollten wir auch lernen, oder? Oder sollen wir nicht lernen? Auf jeden Fall, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Die Ulema sagen, Rajab ist der Monat des Sehens. Nicht sehen, sondern die Saat sehen. Also die Saat in die Erde stecken. Sha'ban ist der Monat des Gießens. Und Ramadan ist der Monat des Erntens. Und sie sagen, wer in Rajab nicht sät, also die Saat in die Erde steckt, und im Sha'ban nicht gießt, Der wird im Ramadan eine Frucht haben, die noch nicht reif ist. Schon mal in einen Apfel gebissen, der noch nicht reif ist? Oder Erdbeeren, die noch nicht reif sind? Schmeckt gut, hä? Bitter. Ist noch nicht die Zeit gekommen. Und deswegen, barakallahu fikum,
wenn wir so fasten wie die Allgemeinheit, die sich nicht vorbereitet, ab Rajab, nicht nur ab Rajab, wie wir gleich sehen werden, die sich nicht vorbereitet vorher, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn im Ramadan der Geschmack bitter ist. Wo bleibt denn jetzt der Genuss? La hawla la quwwata illa billah. Erste Woche Ramadan ist vorbei, ich habe noch nichts genossen. Die letzten 10 Tage beginnen. Heute ist die Nacht zum 21. Kann sein Laylatul Qadr. Hallo. Herz tut sich nichts. Weil du die Erdbeeren ganz grün isst. Weil die Früchte noch nicht reif sind. Weil du verschlafen hast. Genauso wie der Bauer. Ja? Wenn der kommt und verschläft die Zeit, wo er ernten soll, und dann kommt er danach, wo er sehen soll, und dann kommt er in der Zeit, wo die Ernte ist, und sagt, so, jetzt stecke ich mal ein paar Körner da in den Boden rein. Ja, guten Morgen. Und genau das ist unser Fehler. As-Salafus Salih, As-Sahaba, Ridwanullahi alayhim ajma'in, und die ihnen folgen, sie haben 6 Monate nach Ramadan, also nach Ramadan, bis 6 Monate nach Ramadan, Allah gebeten, dass er ihnen dieses Fasten annimmt. Wir denken zum Eid, Allahu Akbar. Weißt du, mein Ramadan, dieser Ramadan, Junge, das war ein Ramadan. Einmal kam ein Jugendlicher, einmal sagte ein Scheich, mich rief ein Jugendlicher, ein Jugendlicher an und sagte, ja, Scheich. Ah, nee, er kannte ihn und er sagte ihm, ja, Scheich, MashaAllah, dieser Ramadan, Wallah, ich war spitze. Sagte, Alhamdulillah, aber ja, Scheich, was ich gemacht habe, dieser Ramadan. Und der Chef sagt, ja, ach, jetzt immer mit der Ruhe. Ich weiß, willst du nicht übertreiben, aber es war so. Nach einer gewissen Zeit, also er war zufrieden mit sich selbst. Nach einer gewissen Zeit rief ihn dieser Junge wieder, also der Junge rief den Chef an und sagte, ja, Chef, du musst sofort zu mir. Ja, okay, dann komm in die Moschee. Ich kann nicht in die Moschee, du musst zu mir nach Hause. Morgen, jetzt kommst du zu mir nach Hause. Allahu Akbar, was ist los? Dann ist der Scheich zu ihm hin und dann sagte der Scheich, dieser Jugendliche, ja, Scheich, ich habe Zina gemacht. A'udhu Billah. Also, illegalen Geschlechtsverkehr. Dann sagte der Scheich, als dieser Junge stolz war mit sich selbst und Allah vergessen hat, dass er der Rechtleitende war, hat Allah ihm eine klitzekleine Prüfung gegeben und ihm gesagt, ja, dann schaff's auch alleine. Wenn du denkst, dass du Ramadan alleine gepackt hast, dann bitteschön, dann zeig mal hier deine Kunst, dass du es alleine packst, und ohne die Rechtleitung Allahs sind wir dahin. Möge Allah uns rechtleiten. Imanen bedeutet also, liebe Geschwister, warum fasten wir? Weil Allah es uns so auferlegt hat. Weil Allah Azza wa Jal uns gesagt hat, wir sollen es tun. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam erklärte uns, und das ist eben die Sanftmütigkeit Allahs und seines Gesandten, dass er es nicht dabei belassen hat. Denn es gibt viele, die hören, hör mal zu, das ist ein Befehl. Und jetzt? Die musst du irgendwie locken mit etwas Verlockendem. Und deswegen sagte sallallahu alaihi wasallam, und in Erwartung auf die Belohnung. Das heißt, hör mal zu, du führst hier nicht nur Befehle aus, nein, sondern du wirst damit dafür auch belohnt. Und das ist unser Ziel. Also der Beginn ist, Allah hat gesagt, okay, aber ich mache es, Allah azza wa jal, gewaltig wie er ist, reich wie er ist, unabhängig wie er ist, könnte uns befehlen zu fassen, ohne dass er uns belohnt, oder? Wer könnte ihm etwas anhaben und sagen, nee, dann mach ich es nicht. Niemand. Aber trotz alledem belohnt er uns. Wie ist der Lohn des Fastenden? Ja, bitte. Das kennt nur Allah. Na. Tayyib, ja. Also wer Ramadan fastet und mit Sitten, mit Shawwal, 6 Tage schon Shawwal, als ob er das ganze Jahr gefastet hat. Ja? Er bekommt den Titel As-Saim, okay. Aber das ist nicht, also das ist, wenn er viel fastet. Nicht nur Ramadan, sondern auch noch danach. Fasten ist was?
ein Wort für Fasten. Enthaltsamkeit. Reinigung. Na ja, gut, das ist die Folge. Aber was ist Fasten? Das ist auch eine Folge, du erziehst dich. Aber was macht der Fastende denn? Ja, welche? Ja. Er unterlässt. Also, er ist geduldig. Sabr, oder nicht? Wenn du nicht isst, du hast Geduld, dass du nicht isst. Du hast Geduld, dass du nicht trinkst. Du hast Geduld, dass du nicht lügst. Wer wissen möchte, wie viel Belohnung der Fastende bekommt, muss wissen, wie viel Belohnung bekommt der Geduldige. A ist gleich B. Und das hat Allah uns so beigebracht. Beim Fasten sagt Allah im heiligen Hadith, As-sawmu li wa ana ajzi bih. Das Fasten ist für mich und ich belohne dafür. Ja, wie viel denn? Hat er jetzt gesagt, wie viel? Nur gesagt, wer hier belohnt, aber nicht wie viel. Ja, weil du weißt, wer belohnt, weißt du, wie viel es ist. Ist das klar? Kommt, du bist bei einem König und er sagt dir, hör mal zu, dafür, dass du das, und du hast deinen Sohn gerettet. Und dann sagt der König, ich werde dir deinen Lohn geben. Von was gehst du jetzt aus? Von einem iPhone? Oder von der Villa? Das ist ein Riesenkönig. Das ist ein Multi-Vitamin-Milliardär. Ja? Also der hat Milliarden von Milliarden. Da will es geben, oder nicht? Jetzt kommt jemand, der arm ist und du rettest seinen Sohn. Und er sagt dir, ich werde dich belohnen. Von was gehst du jetzt aus? Ja, wenn es einen Hähnchenschenkel mit Pommes gibt, gut, oder nicht? Der Typ ist arm. Der hat ja nichts. Das heißt, wann kannst du großen Lohn erwarten, wenn du weißt, es ist der Reiche, subhanahu wa ta'ala, der hier was gibt. Und was hat Allah im Koran gesagt über die Geduld? Er sagte, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Also das ist eine Ehre, liebe Geschwister. Die Geduldigen werden belohnt ohne Rechnung. Was bedeutet denn das? Ohne Rechnung, ohne Hisab. Das bedeutet, es wird ein Wasserfall geben, ein Meer an Belohnungen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer einen Tag fi sabilillah fastet, der ist wie weit entfernt von Jahannam? 70 Jahre von Jahannam entfernt. Ein Tag fi sabilillah. 70 Jahre. Was ist mit 30? Was ist danach mit 6 von Shawwal, mit Montags und Donnerstags? Der Muslim, der fastet, weil er weiß, er wird dadurch gerettet. Und noch ein Punkt, den wir inshallah dann in einem anderen Vortrag in diesem Seminar noch näher erklären. Jeder muss wissen, liebe Geschwister, dass unser Iman abhängig ist von was? Die Stärke unseres Imans abhängig ist von? Von den Taten. Von der Ibad. Wie Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala in seinem Sahih-Werk betitelt hat, Al-Imanu yazidu wa yanqus. Das bedeutet, Al-Iman steigt und sinkt. Er steigt durch was? Gute Taten. Und sinkt durch die Sünden und schlechten Taten. Das bedeutet, liebe Geschwister, jeder, der endlich Tauba machen will, und das ist eine Angelegenheit, da müssen wir ein Seminar darüber machen. Das braucht schon ein Iman-Training. Will ich überhaupt Tauba machen? Meine ich es ernst? Die meisten Menschen meinen es nicht ernst. Achi, es ist ein Unterschied, ob dir dieser Manhaj, diese Methodik,
dass wir die Sahaba folgen, ob es dir gefällt oder ob du Tauba machst. Das sind zwei Paar Stiefel. Das ist ein Unterschied. Du kannst nicht zusammenmischen. Warum denn das? Denn wir haben eine Nefs. Und ein Nefs hat eine Shahwa. Shahwa ist was? Gelüst, Begierde, Drang. Und das Allerunerhörteste ist was? Dass du Allah anbetest als Befriedigung deiner Seele. Hat das jemand verstanden? Dass man Allah anbetet, nicht aus Ikhlas, sondern zur Befriedigung der Seele. Wie soll das funktionieren? Ja. Dir gefällt Koran, du wolltest schon immer singen. Du hast früher Allahu A'lam was gesungen, das Lied X, das Lied Y. Ja? Und du denkst, du hast eine schöne Stimme. La hawla wa la quwwata illa billah. Diese Lieder, die sind ja haram, da ist ja Kufr, Schirk und Fisk. Was gibt's? Qul huwallahu ahad. Warum liest er jetzt Qul huwallahu ahad? Warum hat er jetzt diese Sura gelesen? Seine Nefs sagt, Junge, gib mir bitte, was ich brauche. Ja, was brauchst du denn, meine Nefs? Ich brauche endlich mal ein bisschen Musik. Ja, Musik ist haram. Ja, dann such doch, ist mir doch egal. Und dann hast du was gefunden, Qul huwallahu ahad. Ist klar? Und das ist, liebe Geschwister, etwas, da musst du mit dem größten Mikroskop der Welt in dein Herz eintauchen. Also diese Feinheiten des Ikhlas, die stehen nicht auf der Oberfläche deines Herzens. Nein, nein, das ist richtig. Warum sitze ich jetzt hier? Habe ich hier auch ein Gramm Bedürfnis meiner Seele? Oder bin ich hier aus 100% Ikhlas? Das bedarf, liebe Geschwister, lange, 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 lange Überlegung. Lange, lange, lange Muhasaba. Dass man das merkt. Wie merke ich das? Das merkst du, indem du siehst, ich mache nicht jede Ibadah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat. Koran lesen? Nein, mache ich nicht. Ich spende lieber. Er ist ein Mensch. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla hat ihm Geld gegeben. Und er mag es, dass die Leute ihn, dass er den Leuten hilft. Das hat er früher immer gemacht. Ja, und jetzt ist er Muslim, jetzt macht das weiter. Machst du es für Allah oder als Befriedigung deines Dranges in deiner Seele? Eine Feinheit, da ist es sehr schwer, sehr oft zu sagen, ja, Sekunde mal, aber ich mache doch, damit den Leuten es gut geht. Ja, ja, aber machst du es, weil Allah es von dir verlangt hat oder weil du sowieso die ganze Zeit dies liebst? Es muss nicht immer ein Widerspruch sein. Wie merke ich, dass es kein Widerspruch ist? Wenn ich alles mache, was Allah liebt, nicht nur das, was meine Seele liebt. Warum machst du kein Qiyamul Layl? Warum fastest du nicht montags und donnerstags? Warum liest du nicht Koran? Warum lernst du nicht Koran auswendig? Warum lernst du deine Religion nicht? Warum gehst du keine Toiletten putzen? Ja, entschuldigt. Sind wir alles Kalifen hier oder wer sind wir? Sultane hier und die anderen können gerne unsere Toiletten putzen, nachdem wir unsere Notdurft verrichtet haben. Aber ich, a'udhu billah, ich, meine Finger, deine Toilette, a'udhu billah, wer bist du denn? Nee, das ist ernst. Bitterer Ernst ist, wenn du so einer bist, der nur das macht, was seine Seele mag, dann brauchst du Siyam. Training. Warum? Weil dadurch wird deine Seele gebändigt und fesselt. Und deine Seele wird dadurch so schwach, dass du danach diese Seele ändern kannst zu einer besseren Seele. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, zu fasten mit Glauben, aus tiefem Glauben und in Erwartung auf die Belohnung. Und möge Allah azza wa